Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, letztes Jahr gab es in Deutschland über 200.000 Asylanträge. Dieses Jahr werden über 300.000 erwartet. Der deutsche Steuerzahler, der Bürger, trägt die Last dieser verantwortungslosen Politik. Schon die GroKo hatte diese Karre in den Dreck gefahren. Und nun, was kam nach all der Zeit raus? Es kreiste ein Berg und gebar einen Koalitionsstreit. Was werden durch die Ampelmaßnahmen denn nun weniger Migranten kommen? Letztes Jahr gab es 1 Million Asylanträge EU-weit. Der Solidaritätsmechanismus soll pro Jahr umverteilen 30.000, ganze 3%. 6.000 sollen sogar nach Deutschland verteilt werden. Und das, wo Deutschland schon am meisten aufgenommen hat. Deutschland ertrinkt im Migrationsansturm. Syrer, Afghanen, die praktisch alle hier durchgewunken werden. Und wo soll sich was ändern? Da, wo viele anerkannt werden, ab 20%? Gerade nicht. Sie haben richtig gehört, es geht gar nicht um Drosselung der Probleme. Es betrifft überhaupt nicht Syrer, Afghanen, Iraker, Türker, Iraner, Somalier, Eritreer. Es geht um einen Schein, eine riesige Alibi-Veranstaltung, meine Damen und Herren. Schon jetzt ist klar, wenn sich etliche Länder von der Aufnahme freikaufen, bleibt am Ende wieder das meiste hängen an Deutschland. Auch beim Stichwort Verteilung wird die Merkel'sche Unterlaufung von Dublin III jetzt festgeklopft. Dabei ist doch klar, dass nur das sichere Wissen aus Italien oder Griechenland geht's nicht einfach weiter nach Deutschland zu einer nennenswerten Entlastung hierzulande führt. Und überhaupt, wer durch ein sicheres Land gezogen ist, ist nicht schutzbedürftig, ist definitiv nicht mehr auf der Flucht. Andernfalls wäre das Prinzip sicherer Staaten komplett ad absurdum geführt, meine Damen und Herren. Auch im Einzelnen sind die Regelungen hochgradig ineffektiv. Weiterhin können auf Deutschlands Druck unbegleitete Minderjährige einfach durchziehen, ohne Grenzverfahren, ebenso Familien aus Syrien. Eine Ruanda-Lösung, wie Großbritannien sie plant, verhindert auf Druck Deutschlands. Und warum überhaupt sollen Länder sich in einer Verteilung beteiligen oder Geld zahlen, wenn sie diese ganze Verteilorge schlicht grundsätzlich ablehnen? Was wir längst brauchen, ist nicht mehr eine Obergrenze von Zuwanderung. Wir brauchen eine Minuszuwanderung. Der Bürgerkrieg in Syrien ist aus. 1 Million Syrer gehen bitte nach Hause. Auch jetzt diese peinlichen Versuche, Tunesien als Türsteher zu kaufen. Es zeigt doch alles nur, dass man selber sich eben nicht ehrlich machen will und eine klare Ansage macht, no way, wer schon durch sichere Drittstaaten gezogen ist, wird hier grundsätzlich nicht weiter behandelt. Alles andere bleibt eine reine Mogelpackung. Und umgesetzt werden die Maßnahmen frühestens in 2, 3 Jahren. Das heißt, wer kommen will, wird sich jetzt demnächst auf den Weg machen. Die Pläne sorgen für eine Erhöhung der Migration nach Europa. Und die EU will ja gar nicht die ganze Grenze übermachen. Somit werden die, die wissen, dass sie die Bedingungen nicht erfüllen, innerhalb der EU verteilt zu werden, einfach weiter auf Schlepperdienste setzen, die sie direkt in ihr Zielland bringen. Und dieses Nichts will uns die Regierung teuer verkaufen. Wie lächerlich ist das denn, meine Damen und Herren? Fazit bleibt, für die Hauptproblemländer Syrien, Afghanistan wurde nicht mal eine Entlastung gesucht. Und selbst bei den geplanten Abweisungen ist die Rücknahme komplett unklar. Ohne Rücknahme wird aber alsbald der Weiterzug in die EU möglich mit neuerlichem Asylantrag. Deshalb, solange hierzulande nicht der Wille zu effektiver Zurückweisung und Abschiebung besteht, ist das alles reine Makulatur. Und dabei ist das nur die Spitze des Eisbergs. Tausende, zig Zehntausende werden extra eingeflogen, ausgerechnet aus Afghanistan. Die SPD, Scholz, haben Kenia zugesagt, 250.000 Kenianer nach Deutschland zu holen. Die FDP macht das alles mit und man glaubt es nicht. Sie sind schon wieder umgefallen. Die Bevormundung beim Heizen kommt. Was geht denn aber bitte das die Regierung an, was ich esse, welchen Motor ich fahre, welche Heizung ich habe? Die FDP, das sind keine Liberalen, das sind die Steigbügel. Der durchgeknallten Verbotsfanatiker. Jeder FDP-Wähler weiß jetzt, diese Partei braucht es nicht mehr. Die liefert einen nur den rot-grünen Spinnern aus. Die Grünen stehen für die Indoktrination von Kleinstkindern mittels Bewerbung von minderheitlichen sexuellen Vorlieben. Sie stehen für eine fanatische Ökodiktatur auf Kosten unseres Wohlstands. Sie stehen für die uferlose Flutung Deutschlands mit Wirtschaftsmigranten aus Afrika und Nahost. Ihr Minister findet Vaterlandsliebe zu kotzen. Solche Leute sind die Wunschpartner der Merz-CDU. Denn mit die CDU, mit wem regiert sie in Bavü? Mit den Grünen, mit wem regiert sie in Hessen? Mit den Grünen, mit wem regiert sie in NRW? Mit den Grünen, mit wem regiert sie in Schleswig-Holstein? Mit den Grünen, mit wem regiert sie in Sachsen? Mit den Grünen, mit wem regiert sie in Brandenburg? Mit den Grünen. Was schwadroniert Söder vor der Bundestagswahl? Die Grünen sind modern und schick. Oh, dass ich Beredsamkeit hätte, zu schildern den grausen Sturm von Verrat und Lüge. Die deutschen Mitbürger, sie wollen nur eure Stimme an der Wahlurne, um dann gegen euch Politik zu machen. Damit muss Schluss sein, ein für alle Mal.
Will denn die CDU, die CSU überhaupt das Ende der Migrationsflut? Nein, sie wollen nur ordnen und steuern. Sie haben den globalen Migrationspakt zugestimmt. Es werden von unseren Steuergeldern nicht integrierte Ausländer hergeholt und ein Leben lang hier alimentiert. Die Union sieht im Ernst Verpflichtungen Deutschlands gegenüber all diesen Migranten und sendet Fernwärme an die Grünen. Nein, meine Damen und Herren, die Migrationswende, die gibt's nur mit der AfD. Denn den Zustrom der nur Hunderttausenden will die CDU denn überhaupt stoppen? Nein, sie wollen ihn nur ordnen. Den Ansturm der nach zig Zwischenländern längst nicht mehr Schutzbedürftigen, wollen sie den denn zurückweisen? Nein, man will ihn steuern. Diese CDU denkt nicht an die Interessen des deutschen Bürgers. Sie ist nur darauf bedacht, bei den linksgrünen Medien lieb Kind zu bleiben. Für alles andere bräuchte es Rückgrat. Das bekommt man in Deutschland nur bei einer Partei, nur bei der AfD, meine Damen und Herren. Fazit: Wichtigste Entlastungsmaßnahmen, wie sie die AfD seit langem fordert, kommen wieder nicht. Angleichung der nationalen Asylbewerber und Sozialleistungen. Statt Geld nur noch Sachleistungen. Stattdessen werden falsche Prinzipien perpetuiert. Man könne ein Flüchtender sein nach Durchzug durch zig sichere Drittländer. Eine große Chance wurde vergeben für eine wirkliche Entlastung Deutschlands. Stattdessen bleiben die Anreize, weil hinter Italien jetzt Deutschland wartet, per Verteilung mit hohen Sozialleistungen, weil andere sich freikaufen, während Deutschland brav aufnimmt. So macht die Regierung jetzt eine Mücke zu einem Elefanten, nur weil man an den wirklichen Elefanten im Raum nicht ran will. Denn was ist diese Novelle nun? Ein kleiner Schritt für die Asylpolitik, aber ein großer für eine Koalition, in der nichts funktioniert? Was ist denn historisch, wie die SPD meint, an diesem Schritt? Doch höchstens, dass hier allerernstens ein Schritt auf der Stelle verkauft werden soll. Solange die Asylanten, die Sozialleistungen so hoch sind für sie, wird Deutschland Spitzenreiter bei der Migration bleiben. Solange es die Grenzen nicht schützt und nicht auf Sachleistungen umstellt, geht die Migrationschaos weiter. Solange es nicht abschiebt, bleibt alles vergebens. Kurz, solange die AfD nicht in der Regierung ist, wird es Herr Curio, Ihre Redezeit ist vorüber. Ändern. Ihre Redezeit ist vorüber. Danke. So, jetzt hat Julian Palke das Wort.